Herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Was sollen wir machen? Wir sollten Jönköping mit Westeros verbinden. Göteborg mit Westeros. 200 Passagiere ohne Halt von Stockholm nach Göteborg und in Göteborg für 60.000 Einwohner sorgen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo Göteborg überhaupt ist. Jönköping ist hier. Das sollen wir mit anschließen. Wimmerby ist hier. Göteborg, das ist doch bestimmt hier. Ja, genau. Können wir denn diese Gegend jetzt schon freischalten? 850.000. Aber müssen wir wohl machen. Aber vielleicht können wir erstmal die anderen Sachen regeln. Oder mal sehen, wir haben Stockholm. Hier. Wir sollten, wenn wir das machen, was ist hier unten? Auf jeden Fall eine Verbindung haben, die durchgängig zweigleisig ist. Also wir müssen hier überall ein bisschen upgraden. Das können wir uns im Augenblick auch leisten. Ich glaube, dass das reichen würde. Aber besser wäre, erstmal die Infrastruktur hier weiter aufzubauen, um damit noch ein bisschen Geld zu verdienen. Weil plötzlich ist hier nämlich eine Kleidungsfabrik entstanden. Stoffe wollte ich selber machen. Kann aber gerade nicht. Müssen wir darauf warten, dass eine Stadt wie Nietzsche hier wächst. Wir sind bald soweit. Okay, also dann holen wir hier Stoffe, fahren die hier hin, um dort Bekleidung herzustellen. Was müssen wir noch machen? Ich gucke nochmal. Nietzsche mit Westeros. Aber was heißt denn verbinde mit? Ach so. Okay, wir müssen einfach nur die Strecke dorthin legen und die sind dann automatisch miteinander verbunden. Wir müssen eigentlich nur die beiden Städte an unser Netz anschließen. Ich weiß gar nicht, ob das auch nicht geht. Also ist das theoretisch, ja, wir können, man könnte hier drüben eine Strecke haben, die nicht mit dem Hauptnetz verbunden ist. Und wenn man dann daran anschließt, also wenn man einfach die beiden hier zwischen den beiden geht es nicht, aber man könnte hier einen Bahnhof bauen und hier irgendwo ein Gleis hinlegen, was aber nicht angeschlossen ist. Aber man kommt niemals an beide Städte ran, ohne es ans Hauptnetz anzuschließen. Das geht spieltechnisch gar nicht. Naja, lange drüber nachgedacht, aber doch nichts bei rumgekommen. Ich bin echt noch am Überlegen. Was machen die ja eigentlich? Eine Brennerei, die wollen Obst haben. Also Gemüse ist das, ne? Gemüseschnaps war hier. Wodka wahrscheinlich. Moment, da fällt mir noch was ein. Das war auch total vernachlässigt haben. Das werden wir jetzt erstmal kaufen. Überall müssen wir Wartungshäuschen dazu nehmen. Westeros hatte, glaube ich, schon. Jetzt nervt mich doch nicht ständig mit den Augen zu. Der hatte schon. Wer braucht es noch? Ich würde es auch dem Warendepot. Ne, dem Warendepot nicht. Obwohl doch. Dem Warendepot auch. Und von mir aus dann auch so einer kleinen Stadt jetzt weiter geschlossen wird. Moment, wir haben hier unten Fische. Vielleicht sollten wir die hier gar nicht weiter damit versorgen. Die kommen da aus der Fischerei. Das ist viel zu wenig, glaube ich. Wir sollten hier unten die... die ist wieder nicht erreichbar. Okay. Wann wollen die denn Obst haben überhaupt? Diese Äpfel meine ich. Ab 47.000. Stockholm hätte das gerne. Glaube ich, die sind groß genug. Aber was fehlt denn denen hier noch? Fisch und Wurst. Tja, unendliche Weiten, ne? Also das sind schon ziemlich lange Strecken hier. Können wir vielleicht das hier zurückzahlen? Eine neue aufnehmen und aus den 820.000
Können wir das immer noch nicht machen? Das kostet 850. Ja, wir haben einfach zu wenig dafür. Aber hier die Fischnummer, das können wir echt knicken. Wir klonen lieber den nochmal. Und den anderen. Wo ist denn der jetzt hin? Ja, ach, der dreht hier gerade um. Einfach verschrottet. Ein niedriger Zustand, das wird sich doch jetzt auch bald geben, ne, wenn wir hier, ja, wenn der da nochmal anhält. So, aber die Käse-Molkereiprodukte, den hier, den müssen wir innen klonen. Beziehungsweise eigentlich möchte ich den von hier nach da fahren lassen. Damit der Käse da wegkommt. So, dann gucken wir, was denen fehlt. Ja, schon Fisch, Stoffe, Gemüse, alles Sachen, die wir hier nicht kriegen. Smallland können wir gar nicht, wir kriegen hier gar keinen Fisch her. Oh. Das ist natürlich ungünstig, aber das bedeutet für mich, ich muss das hier ein bisschen umbauen. Objekt in Benutzung, meine Güte, wo ist er denn? Hey Paul, einfach weg. Bahnhof, nee, Warendepot mit Stellwerk. Ja, dann so. Waren Stockholm. Fische nehmen wir an. Ich weiß gar nicht. Was haben wir? Milch. Käse auch. So. Wir müssen jetzt leider ein bisschen Berg hoch, aber nichts machen. So, ich frage mich, ob ich auf dem Stück hier überhaupt einen Versorgungsturm jemals gebaut hatte. Ah ja, da ist einer. Okay, dann brauchen wir den nicht. Der hier, dem müssen wir leider eine andere Route geben. So. Das bedeutet aber, wir können den... Ach, umdrehen lassen kann man den nicht, oder wie? Jetzt sind halt die Fische weg, ne? Aber wir können ihn klonen. Und den dafür entsorgen, dann fährt er nochmal neu los. So. Und hier bedeutet das aber auch, ach schade, es passt nicht. Das hier geht, oh Mann, und das nicht. Ah, doch, gerade so. Ah, zu eng. Biegung zu eng. Können wir das machen? Dass wir hier irgendwie rauskommen. Und hier ist der Zug jetzt mit weg, ne? Ah, da ist er wieder. Okay. Ja, ich fürchte, die kriegen dann eine eigene Brücke. Na, hier kriegen wir es ja auch nicht besser hin.
Ja, das würde gehen. Er sagt aber auch aus irgendeinem Grund, es funktioniert nicht. Sicher, dass das hier gehen würde. Was ist, wenn man den da wegmacht? Ach man. Das ist erstmal baut, soweit wie es geht. Kurvenradius zu eng, ne? Auf dem kleinen. Ach. Schmeißen wir jetzt das ganze Ding deswegen nochmal weg? Nee, ne? So, müssen wir das machen? So, wir hatten ja hier Milch und den Käse angenommen. Kann man denn Züge umleiten? Also wenn es so geht, dann war es zu spät. Na, aber nee, er ist weiterhin auf dem Weg nach Stockholm und er fährt nicht zu den Waren. So ein Käsezug. Und der andere Zug, der wird dann eben Passagiere mitnehmen. Und wenn Stockholm genug Käse hat, dann schwenkt er um. Dann verdienen wir damit hoffentlich ein bisschen besser Geld. Ein bisschen schneller, ein bisschen mehr. Damit wir uns diese teuren Sachen da unten leisten können. So, die brauchen aber ja, Fische, Knäckebrot vor allem auch. Wir haben hier ein bisschen was auf Lager. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Verbindung haben. Was hat der denn hier geladen? Knäckebrot. Da schicken wir gleich noch einen los. Können wir Wimmerby schon anschließen? Auch nicht. Ha. Tja, dann müssen wir warten. Apropos warten, Wartung beschleunigen ist gut und erhöht die Anzahl der Passagiere ist gut. Wieder schön Punkte ausgegeben. Die haben eine Anschlussprämie von 200.000. Über 200.000. Können sie haben, können sie gerne bezahlen. Aus mal so, keine Ahnung, wo wir dann damit hin wollen, aber das sind wahrscheinlich die Städte, die eher gerade wachsen, wo wir eine neue Industrie dann mit Äpfeln und so machen werden. Ja, hier dauert es noch eine ganze Weile, bis es soweit ist. Aber Gemüse. Ab hier unten gäbe es auch nochmal Äpfel, also.
brauchen wir vielleicht doch nicht darunter fahren. Können wir... Das hier? Nee. Gehört das mit zur Region? Hm. So. Jetzt können wir uns das leisten. Freigeschaltet und zur nächsten Stadt, das wäre dann Jönköping. Ja, ein schön hügeliges Gelände. Ich versuche wieder so kleine Abschnitte zu machen, ruhig die Steigung mit in Kauf zu nehmen. Und so viel Geld haben wir da nicht. Das gibt es ja wohl nicht. Aber 180, das müssen wir relativ schnell erreichen. Leider ist... Ah nee, März ist ja noch, gehört ja noch zum ersten Quartal. Ja, ich hoffe, das so schnell wie möglich zu erledigen. Aber ich glaube, 57, ne? So, und Göteborg auch. Alles in diesem Jahr. Wir sind schon wieder sonst so weit daher. Sehr gut. Eine Aufgabe für... Oh, doch. Zwischenstopp ist erreicht. Ach, cool. Cool. Goldenes Häkchen dran. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen eine Fabrik vor allen Dingen. Keine Ahnung, was wir haben hier Gemüse, was wir nach da bringen können. Aber die Strecken, das ist alles so super weit weg. Aber irgendwas müssen wir bauen. Haben wir Stoffe denn? Unten in der Gegend? Nee, haben wir nicht. Fischcreme von hier, Holz, Schweine. Wir machen eine Wurstfabrik. Ach, die ist wieder so teuer, ja? Oh, verdammt. Jetzt aber. Nee, war es über 200.000? Bauen wir dahin. Was kostet denn dieser Betrieb hier? 300.000. Nee, ja, wir müssen Zeit schinden. Wo ist denn Göteborg? Das war jetzt hier. Eigentlich nur noch quer rüber. So schlimm ist es nicht, ne? Das müsste doch für, sagen wir mal, 300.000 oder so machbar sein. Dann warte ich jetzt lieber, bevor ich noch irgendwas anderes baue. Senkt Baupreis von Bahngebäuden, Fabriken und auch das hätte ich viel früher haben sollen. Genau, Bahnhof jetzt nur noch 34.000. Und dann machen wir jetzt nur den Anschluss und bevor die richtig los in Betrieb gehen, die Bahnhöfe, bauen wir die nochmal um. So, wo müssen wir hin? Da. Das können wir abbiegen. Oh, 200.000 wäre gut geschätzt. Viel billiger wird es nicht, auch wenn wir hier das, die Erdarbeiten da irgendwie reduzieren. So, hier gibt es immer noch Betriebsmittel. Warum fehlen denen hier Betriebsmittel? Wo der da eigentlich herkommt.
aus dem Holzfällerlager da oben. Auch mit goldenem Mädchen, sehr schön. Schwedens miteinander verbunden. Jetzt muss sich die Verbindung bewähren. So, mal sehen, das wollte ich ja abreißen. Die Aufgabe ist noch erfüllt, ja. Alles gut. Hier hatten wir schon den richtigen, genau. So, das heißt, wir brauchen einen kleinen Bahnhof hier. Die Bahnstrecke war an sich schon in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt abreißen werde. So, denn Getreide haben wir hier, da kommen wir aber nicht ran. Das ist wieder was, wo wir nicht bauen können. Können wir das kaufen? Das Moorland? Ne, geht noch nicht. Halmstad, können wir das mit anschließen? Das wäre noch mit drin, ja. So, Göteborg braucht natürlich eine Stoffindustrie. Das hier ist alles mit drin. Wir sollen ja Göteborg 120.000 Einwohner vielleicht machen oder tatsächlich auf der Seite hier zuerst. Bevor, aber Jönköping soll auch irgendwas, ne? Da sollte doch auch. Nö. Wir müssen uns tatsächlich nur um Göteborg kümmern. Göteborg heißt es, glaube ich. Ja, das ist so. Die Schweden, ganz komisch. Kleines Käffchen. Ach so, Mensch, 22 Minuten schon wieder. 23. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.